Kamera läuft. Auch in der Wildnis haben Zweige und Äste einen gewissen Nährwert. Bist du drauf? Naja, es geht. Was ist geht? Also nochmal, kommt schon. Läuft. Auch in der Wildnis haben Zweige und Äste einen gewissen Nährwert. Sehr schön. Super. Super. Es ist geil. Machen wir noch eine Safety, ne? Läuft. Lecker. Vor allem, wenn man nichts anderes hat. Scheiße, verspielt. Ich hab noch eine, bitte. Machen wir weiter. Okay. Läuft. Lecker. Vor allem, wenn man nichts anderes hat. Hey, Mädels. Es gibt besser, ne? Hier sieht man, wie echtes Überleben aussieht. In der Not wird sogar ein Blatt zu einer Delikatesse. Aber, wie sagt man so schön, in der Not frisst der Teufel auch Fliegen. Und unsere Girls eben Blätter. Guten Appetit. Danke, Max. Hey, was machst du? Halt drauf. Das ist super. Das wird. Was machst du? Halt drauf. Das ist geil. Das wird Hammer. Die Mädels brauchen eine Pause. Also was? Die können nicht mehr. Das sind doch keine Kühe. Das sind Profis. Das ist zu krass. Hey, sag du mir nicht, wie ich meinen Job machen muss, Spiky Boy, hä? Sag nicht immer so. Hey! Das sind Profis, das ist der Deal. Ich will Reality, klar? Und wenn die Dreck fressen müssen verboten, dann lass ich die Dreck fressen, klar? Die Leute wollen die Leiden sehen, also komm, komm. Ich habe alles drauf. Hey, drauf! Auch in der Wildnis haben Zweige und Äste ein gewisses... Jetzt hör mal auf zu flennen! Luke, ich habe alles drauf. Jetzt halt drauf! Das ist nicht... Also nochmal, los, fress die Blätter. Gut. Okay, reicht. Hey. Reicht. Ich sag, absolut. Sparky. Liebe Survivor-Fans. Mittagszeit, Essenszeit. Ich habe soeben für unsere beiden Girls etwas ganz, ganz Leckeres. Ich bin gespannt, wie man sowas isst. Sie auch? Kommen Sie mit. Ich habe Hunger. Ich auch. Mädels, ich habe was für euch. Sogar mit Häuschen. Nein, danke, wir haben keinen Hunger. Das war keine Frage. Er ist zu mir gekommen und kriegt das mal in deinen Schädel! Hörst du auf, mich anzufassen? Ich sag dir eins, das war meine Idee. Ich bin der Survival Girl und du lässt ja, mich gefällig die Kamerazeit genießen. Ich bin nur hier, weil du wolltest, dass ich mitgehe. Du lässt mich hier in den Regen stehen. Leck mich am Arsch, verdammt! Neben dir stecken wir in dieser Scheiße. Richtig, wir haben uns verlaufen, weil du wolltest, dass wir es hier machen. Wolltest, dass ich mitgehe, du Heiß. Ich sag dir eins, ich krieg die Krise mit dir. Die ganze Zeit stehst du vor dieser Kamera. Guck dich doch mal an, es ist doch scheißegal. Wir haben uns verlaufen, verdammt. Ja, nur wegen dir. Du bist doch echt das Allerletzte. Ich spring! Sag's dir! Du bist ein Miststück! Mit deinem tollen Spike! Ich wünsche euch viele Kinder mitten im Wald! Ja, geh ruhig! Verschwinde! Du kannst mich mal! Ich! Verdammte Scheiße! Thank you.
Sie müssen entschuldigen. Das Ganze hier bringt mich ein bisschen an meine Grenzen. Ich bin eigentlich ganz nett. Ja. Ja, das ist nur alles ein bisschen zu viel für mich. Ich hatte mich so auf meinen Urlaub gefreut. Sonne, Strand, Meer, gute Gesellschaft. Und was erlebe ich hier? Ich heiße Sebastian. So habe ich das nicht gemeint. Ich kenne Sie ja gar nicht. Vielleicht sind Sie ja ganz nett. Ich bin Vanessa. Vanessa? Hat es Ihnen der Alte schon erzählt? Das nächste Schiff? Oh Gott, warum habe ich es nicht bemerkt? Bist du hier? Endlich mal jemand, mit dem man vernünftig reden und ein angenehmes Gespräch führen kann. Ich seh mich mal kurz ein bisschen um, ja? Ja, klar. Hat mich auch gefreut, mit dir zu plaudern. Lust mit dir zu streiten. Sag nichts. Sag einfach nichts. Wir müssen hier weg. Sofort. Stanislav ist gefährlich. Vergiss diesen Krüpel. Der hat mein ganzes Gepäck ins Meer geschmissen. Zieh mich an, wie ich aussehe. Benno. Es sind die inneren Werte, die zählen. Ich werde dafür sorgen, dass der dich nie wieder anrührt. Und wir so schnell wie möglich von diesem grässlichen Ort hier verschwinden. Kommt einfach hierher und gewinnt eine Million. Das ist einfach nicht fair. Seitdem hat er sich total verändert. Schon gut. Lass es raus. Jetzt bin ich ja da. Wie viel hat er denn genau gewonnen? Meine Füße tun mir weh. Haben Sie was dagegen, wenn ich die Schuhe ausziehe? Von mir aus kannst du alles ausziehen. Okay, ich spuck's aus. Was willst du? Kommen wir zum geschäftlichen Teil. Hab's gleich gewusst.
Etwas stinkt. Mein Name ist Lilly. Und ich komme im Auftrag der Maxa. Na und? Ich überprüfe Ihre Versicherung. Also doch seine Versicherungsfuzzi. Naja. Eine Überprüfung kann nicht schaden, oder? Scheiße. Ich brauche keine Versicherungen. Sind Sie sich bewusst, dass alles hier eines Tages plötzlich nicht mehr da sein könnte? Wieso? Feuer, Wasser, Gas, Explosion, was weiß ich? Quatsch. Eigentlich heiße ich Marco, aber wegen nur Splitter in meinem Hinterkopf habe ich das vergessen. Was mache ich hier eigentlich? Was ich hier mache? Haben Sie eine Vorstellung davon, wie es ist, wenn man von der einen Sekunde auf die andere seine komplette Vergangenheit ausradiert bekommt? Und man macht, was man kann. Lampe ausfindig machen. Sonst wäre ich komplett am Arsch. Das ist eine unglaubliche Beine. Unglaublicher Hintern. Da möchte man selber mal, aber keine Zeit. Keine Zeit. So. Ich habe noch was zu erledigen. Du musst beim ersten Mal treffen. Tu es. Tu es für uns beide. Was ist passiert? Wenn ich das wüsste. Bist du verletzt? Nein, ist nicht meins. Wenn ich den Kerl erwische, dem reiße ich die Ohren aus. Was weißt du? Hm? Was verschweigst du mir? Wieso ich? Ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Du wärst tot. Er hat auf mich geschossen. Das weiß ich nicht. Du hast niemanden gesehen. Nein, das schwöre ich.